Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Danken zockt. Heute zocken wir Roblox. Dieses Spiel heißt Destruction Simulator. Wie der Name schon sagt, muss man hier Sachen zerstören. Und da kann man halt Level bekommen. Und da kann man halt immer neue Gegenden gehen. Und ich bin jetzt gerade Level 46 und also ich kann in diese Gegend hier gehen mit diesen Hochhäusern. Aber ich würde sagen, die anderen zeige ich euch dann auch noch. Und eigentlich kann man hier nicht viel erklären. Ich zeige euch jetzt mal hier diese Hochhäuser, wie ich das so kaputt machen kann. Ich habe hier so zwei Waffen. Das ist, also die hier kostet S und die hier auch. Und wenn ich jetzt dagegen schieße, das ist ganz schön laut. So, jetzt ist es etwas besser. Und ja, wie ihr seht, man kann ja halt diese Sachen zerstören, also die Gebäude halt zerstören. Dann bekommt man, also das untere, was da steht, also das grüne, ist XP und das obere sind halt diese Steine. Und ich kann halt mein Backpack voll machen, aber ich habe halt unendlich Backpack. Das kostet natürlich alles ein bisschen eine S. Ich kann euch das jetzt hier mal zeigen. Also ich habe mal 2 XP, mal 2 Münzen. Das hier habe ich und das hier. Das war auf jeden Fall ganz schön teuer. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und hier ist noch das zweite Hochhaus, das hier gerade voll umkippt. Das ist auf jeden Fall kaputt. Und dieses Spiel macht so einen Spaß, wenn man das so spielt. Man kann einfach alles kaputt machen. Ich bin irgendwie so ein Junge, der liebt es, Sachen kaputt zu machen. Deswegen. Ich finde dieses Spiel einfach nur cool. Und dann gibt es halt natürlich noch andere Gegenden, aber die sind ab Level 55 ist dann die hier daneben. Und danach gibt es gar keine mehr, aber das hier ist halt so ein Vulkan. Und das hier weiß ich selber gar nicht, was es überhaupt ist. Und ja, das hier bedeutet, dass diese Karte gerade regeneriert wird. Das heißt also, die werden jetzt wieder neu aufgebaut. Währenddessen können wir ja hier reingehen. So, jetzt kann ich euch auch nochmal diese Bombe hier zeigen. So. So, jetzt ist es explodiert. Und das, wie ihr gesehen habt, das hat eine ganz schöne Explosionskraft. Dann kann ja euch noch mal kurz was anderes zeigen. Hier bei diesen Raketenwerfern, da steht halt immer, wie lange es wie lange es laden muss, wenn man geschossen hat. Und hier halt die Stärke. Dann gibt es hier noch eine, die muss 6 Sekunden nachladen, aber macht 100.000 Schaden. Und die kostet 5.000 S. Ja, die beste, die man halt mit diesen normalen Münzen hier kaufen kann, die kostet 35 Millionen, macht 15.000 Schaden. Bei den Bomben ist es halt wieder genauso. Nur, dass man da halt nicht laden muss, ne? Die kostet halt 1.400 S. Und hier Backpacks habe ich ja eh den hier. Dann würde ich sagen, ich kann euch ja das hier auch mal zeigen. Das hier ist die Ab Level 1, also hier gehen die User hin, wie ich ja dazu sagen würde. Und ich kann jetzt hier alles kaputt. War hier nicht doch gerade ein Typ? Wo ist der? Ach da, warte mal, ich will mal schießen. Klappt nicht. Naja, gehe ich mal hier rüben hin zu diesem Kran. Das ist ab Level 5. Ich weiß ja noch, wie ich hier stand und mir gedacht habe, als ich Level 5 war, wie geil ist dieses Spiel eigentlich. Und jetzt bin ich Level 46. So, dieser will da gerade hochgehen. Klappt aber auch nicht. Zufälligerweise, weil ich da bin. Die denkt sich auch, was hat der für eine geile Waffe, ne? Damit kann man voll angeben. Weil die einfach 1.400 DS kostet. Ist schon eigentlich eine sehr coole Waffe. Also, mir macht Spaß, diese Sachen hier zu zerstören. Legen wir jetzt hier mal diese Bombe hin. So, und jetzt ist nur noch der vordere Teil des LKWs da. So, jetzt zeige ich euch mal diese Häuser. Sind nämlich auch sehr cool. Aber noch cooler sind diese Hochhäuser, wo wir gerade am Anfang schon waren. Es dauert leider immer so lange, bis es nach... Dein Ernst, es ist gerade durch das Fenster durchgeschossen? Ist klar, ist klar.
Jetzt hat's auch mal geklappt tatsächlich. Es erinnert, weil wegen diesem grünen Ball, der dann da immer kommt, irgendwie voll an eine Atombombe. Klar, sind ja auch Atomwaffen. Also heißt es hier zumindest. Aber echt, Atomwaffen haben eine größere Explosionskraft. So, jetzt haben wir diese Karte auch schon mal schön zerschrottet. Jetzt gehen wir mal zu diesem komischen Farmhaus. Meine Lieblingsmap ist ja diese Hochhäuser und danach dieses Schiff hier. Das ist auch sehr cool, dieses Schiff. Und hier diese Codes, da habe ich auch 3 Codes eingegeben. Und ein Code davon hat 5 kostenlose Level gebracht. Und da das 3 Codes waren, die das halt hatten, habe ich 15 kostenlose Level-Ups gehabt. Das war auch schon sehr cool. So, diesen Silo hier noch in die Luft sprengen. Ist es überhaupt ein Silo? Keine Ahnung. Ist mal wieder hier Danke und so. Oh, diese Explosionen sind so laut. Nein, da kam leider nicht rüber. Ich wollte da gerade rüber. Ist auch irgendwie nervig, immer hier raus und wieder rein und so, ne? So. So, schieße ich mal das da ab. So. Ich liebe dieses Spiel. Es hat so eine geile Physik, dass hier alles wegsprengt. Das ist einfach so cool. Es macht so Laune, das hier zu spielen. Also, was... Ja. Dieses Schiff ist eigentlich auch sehr cool. Kann auch immer viel XP farmen. So. So. Wie schnell ich jetzt fast alle Karten hier auseinandergenommen habe. Naja, die da wurden jetzt alle wieder generiert, aber ich habe alle zerschrottet. Die hier wird auch schon generiert. So, das hier ist so eine Rakete. Kennt ihr sicherlich. Das hier ist irgendwie ein bisschen wie Star Wars, ne? Da sind so kleine Planeten und da ist eine Rakete. Erinnert ein bisschen an Star Wars. Aber auch nur ein bisschen. So. Was ich ja immer cool finde, hier diesen Turm abzuschießen. Denn da fliegen immer so viele Teile weg, weil da aus so vielen kleinen Teilen besteht. Und jetzt natürlich noch die Rakete. So. So, diese Karte haben wir jetzt auch gerade dem Erdboden gleich gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Hier kann man nicht mehr viel kaputt machen. So, dann ist die nächste Karte so ein Militärlager. So, Wachtürme aushalten natürlich. Muss man ja immer machen. So, hier drinnen. Bombe reinlegen und wieder raus und dann hierher gehen. Oh Gott, das hat gerade voll gelaggt. Und es liegt nicht an meinem PC. Ich habe nämlich einen sehr guten PC. Und dann zeige ich euch jetzt noch diese Karte hier. Und diese könnte ich, wenn wir ein zweites Video machen, im zweiten Video zeigen. Das ist auch eine meiner... Auch eine sehr coole Karte. Denn man hatte ja diese Pyramide und dann hier noch dieses Ägyptenhaus quasi, ne? Das finde ich auch immer cool, das hier zu zerstören. Macht mir auch sehr viel Spaß. Warum ist das egal? So. So, da mache ich noch hier das Haus kaputt. So. Okay. Ich bin gleich Level 47. Okay. Dann würde ich sagen, war es das von einer neuen Folge Woblox. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.